Wahrscheinlich hinten an der Box noch bei den anderen anfeuernd. Wahrscheinlich hinter den Stühlen, weil ich bin immer relativ nervös, wenn andere spielen. Meistens nervöser, als wenn ich spiele. Und deswegen denke ich mal, wird man sich vorher ein bisschen aufwärmen. Und dann, wenn es so in den letzten Bällen geht, dann wird man sich langsam an die Stühle wiederfinden, Schläger rausholen, Hand hochholen und versuchen, sich ruhig zu bleiben und sich zu konzentrieren. Ja, also ich würde dann vorspielen, dann wissen wir ja, gegen wen wir spielen. Und dann würde ich ja auf die Gegner vorbereiten, auf Taktik und auf mich selbst, meine Stärken und was vom Ball kommt. Einfach nur ruhig und kämpfen, dann ja. Ja, ich wärme mich unglaublich gut auf, weil ich brauche ein bisschen, ich muss schon wirklich warm ins Spiel gehen, sodass ich dann schon im Prinzip schwitze, wenn ich dann den ersten Punkt spiele. Deswegen versuche ich mich mit Musik ein bisschen warm zu machen und dann vielleicht mal eine Viertelstunde länger als alle anderen mich hinter den Boxen, den Katakomben eben dann auch warm zu laufen. Ich glaube, ich mag keine was Besonderes. So wie normal aufwärmen und über Taktik überlegen, ein bisschen Ruhe. So, ja, sonst, ich hoffe, kann ich ja gut schlafen.